Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, ich möchte bei dem deutsch-französischen Verhältnis bleiben und auf eine konkrete Aussage von Ihnen vor der Presse am 26. Februar zu sprechen kommen. Ich darf Sie zitieren in dem Zusammenhang mit der Lieferung von Marschflugkörpern. Ich zitiere Sie: Das, was an Zielsteuerung von Seiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden. Das wäre aus meiner Sicht etwas, das nicht zu verantworten wäre, wenn wir uns auf gleiche Weise beteiligen würden. Weiter heißt es, stellt sich die Frage, ob es zu einer Kriegsbeteiligung kommen kann durch das, was wir tun. Diese Ausführungen werfen die Frage auf, ob Sie der Auffassung sind, der völkerrechtlichen Auffassung, dass Frankreich und Großbritannien durch die Lieferung der Marschflugkörper Kriegsbeteiligte geworden sind. Wenn Sie diese Frage verneinen, stellt sich die Anschlussfrage, warum Sie die Gefahr sehen, dass Deutschland Kriegsbeteiligter würde, wenn Deutschland sich, wie Sie sagen, auf gleiche Weise verhalten würde, wie es Frankreich und Großbritannien tun. Das gehört zu dem, worauf ich vorhin schon angespielt habe. Mit Halbwahrheiten wird öffentliche Kommunikation betrieben. Ich habe Sie ja zitiert. Und deshalb will ich sehr konkret sein. Nein, durch die Lieferung der Waffen wird man nicht Kriegsbeteiligter. Niemand hat das gesagt, ich nicht und auch sonst keiner, den ich im verantwortlichen Umfeld der Bundesregierung kenne. Aber Sie haben einen Satz von mir zitiert und darauf will ich gern noch einmal rekurrieren. So wie das in Frankreich und Großbritannien gemacht wird, geht das für uns nicht. Und den wiederhole ich noch mal. Und was mich aber ärgert ist, sehr geehrter Abgeordneter, lieber Norbert, dass du alles weißt und eine öffentliche Kommunikation betreibst, die darauf baut, dass dein Wissen kein öffentliches Wissen ist. Ich glaube, das sollte in der Demokratie nicht der Fall sein. Also, da muss ich auch jetzt mal zu sagen können. Also, was ich weiß und nicht wissen kann. Ich erlaube jetzt ausnahmsweise, das darf ich, weil ich hier die Sitzungsleitung habe. Ganz kurz dürfen Sie reagieren. Kurz. Ich weise diese Unterstellung. Ich würde irgendetwas wissen, ich weiß gar nicht, wer mir dieses Wissen geben sollte, und würde das der Öffentlichkeit vorenthalten. Ich habe den gleichen Vorwurf gegen Sie, Herr Bundeskanzler, erhoben, dass Sie Ihre wahren Motive für Ihre Politik nicht erläutern, dass Sie immer neue Ausreden finden, die sich zum Teil wechselseitig widersprechen und ausschließen. Herr Röttgen. Und schon daraus, nachdem Sie ein Dreivierteljahr in dieser Frage geschwiegen haben, an der Parlamentsdebatte zu dieser Frage nicht teilgenommen und sich nicht erklärt haben und nun heute schon wieder in Ihrer Antwort wirklich widersprüchlich sich geäußert haben. Sie haben klar erklärt, dass es wegen der deutschen Beteiligung an diesem Waffensystem zu einer Kriegsbeteiligung kommen würde und dass Sie es darum ablehnen. Und Frankreich und Großbritannien machen das Gleiche und Sie bestreiten, das ist ein erheblicher Unterschied. Darum sagen Sie hier nicht, ich muss diesen Vorwurf erheben, Sie spielen nicht mit klaren Karten und Sie zielen darauf ab, die Öffentlichkeit in dieser Frage zu täuschen, in einer Frage der europäischen und nationalen Sicherheit. Sie haben das Wort ebenfalls. Es ist nicht richtig und deshalb wiederhole ich noch mal. Aus meiner Sicht ist das eine sehr weitreichende Waffe. Diese Waffe könnte angesichts der Bedeutung, dass man die Kontrolle über die Ziele nicht verlieren darf, nicht ohne den Einsatz deutscher Soldaten eingesetzt werden. Das lehne ich ab.